Hallihallo, meine Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Cities Skylines hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg hier gefunden habt. Es ist mir ein Vergnügen und ein Fest, jetzt die erste Aufnahmesession nach der Aufnahmesession mit dem glorreichen großen Tsunami und der auch dem Tornado, die ja so viel Angst und Schrecken verbreitet haben. Und meine Lieben, ihr habt wirklich tolle Gedanken euch allen gemacht. Und viele von euch haben sich gewünscht, ich solle doch mal bitte ein wenig daraus vorlesen. Und genau das möchte ich diese Folge mit euch machen. Das heißt, wir werden jetzt hier in diesen Overview gehen und werden so ein bisschen mal die Besten quasi, nein, nicht die Besten, aber die, die euch unter anderem untereinander auch am besten gefallen haben, möchte ich einfach mal zusammen vorlesen. Ja? Und da haben wir unter anderem den Kommentar von der Ilona, ja? Beziehungsweise die, wie soll man sagen, Erlebnisgeschichte. Und sie schreibt, ich wohne im Reichenviertel, weil mein geliebter Mann Arzt ist. Ich habe das mitbekommen, was da passiert ist mit dem Tornado und dem Tsunami. Ich bin mit meiner Tochter und meinem Mann nach draußen gelaufen und habe das mit angeschaut und bin fast in Tränen ausgebrochen, weil eine Arbeitskollegin und eine andere Freunde in dem Viertel gewohnt haben, wo der Tornado gewütet hat. Ich habe in dem Moment nur gehofft, dass sie es alle geschafft haben. Am ersten Tag nach dem Tornado habe ich die Totenliste durchgesehen, ob da jemand drinnen steht, den ich selber kenne. Bis jetzt steht niemand darin. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Das Haus von drei Freunden wurde komplett zerstört. Und ich habe sie bei mir zu Hause aufgenommen. Meine Mutter, die vor einer Woche 73 geworden ist, ist total traurig, weil ihre alte Grundschule, in die sie damals gegangen ist, auch zerstört wurde. Sie hat mir einmal gesagt, dass das die erste Schule in Neukreilsheim war, die erbaut wurde. Eine traurige und erschütterte Bewohnerin von Neukreilsheim, Ilona. Dankeschön für deinen Kommentar. Sehr, sehr gut geschrieben. Vielen lieben Dank dir. Dann haben wir noch einen von Minecart. Ich wohne in der Innenstadt von Neukreilsheim. Dort, wo der Tornado wütete, in einem der Hochhäuser im obersten Stockwerk. Meine Frau war gerade im Reichenviertel, als sie als Verkäuferin arbeitete. Und ich saß mit meinem Sohn und meinem Hund Cookie im Wohnzimmer, als auf einmal die Alarmsirenen ertönten. Ich sagte meinem Sohn, Sohn, zieh dir sofort die Schuhe und eine Jacke an und nimm Cookie zur Tür mit. Ich holte noch schnell das Handy, damit ich meine Frau erreichen konnte und zog mir danach auch die Schuhe und eine Jacke an. Leider war unser Aufzug kaputt, weswegen wir die lange Treppe nehmen mussten. Unten angekommen, liefen wir durch die letzten Teile des vorherigen Tsunamis und kamen als letztes im Bunker an. Gerade als wir durch die Bunkertür schritten, begann der Tornado. Als dieser vorbei war, rannte ich und mein Sohn zu unserem Haus. Dort, es war komplett zerstört. Unsere Sachen lagen meilenweit verstreut. Ich lebe jetzt im Haus meiner Cousine. Die wohnt am See, neben dem Tsunami-Schutzwall. Es ist schön, aber ich möchte in meinen eigenen vier Wänden wohnen. Ich hoffe, das geht bald wieder. Liebe Grüße, Minecart, Bewohner von Neukreilsheim. PS, ich wohnte im fünften Haus auf der rechten Seite der Earlsstraße. Ach was, echt? Da war so ein Zentrum. Nächster, Donnerflox. Nee, Donnerpalox. Donnerpalox hat das geschrieben. Ich habe friedlich gewohnt, dort, in einem der großen Häuser. Wollte gerade ein bisschen Fernsehen. Plötzlich ging eine Sirene los. Ich dachte mir nur, was denn hier los? Ich ging zu meinem Fenster, neben dem ich so gerne frühstücke, und blickte über die Stadt. Da hinten am Horizont sah ich eine gigantische Flutwelle. Ich bekam sofort Panik und packte meine Sachen. Auf der Straße stürmten schon Massen von Menschen. Ich eilte hinterher. Zum Glück ist der Bunker nicht weit weg von mir, nur um die Ecke. Ich stürmte rein und sah noch die Sturmwelle und einen Tornado.
Ein letzter Blick zu meinem Haus, dann wurden die Türen geschlossen. Nachdem ich mich beruhigt hatte, schaute ich mich um. Es war nicht besonders schön dort, nur Beton. Aber ich war sicher. Ich hoffte, meine Familie war es auch. Bald gab es Entwarnung und ich ging hinaus. Vor mir lag eine Stadt in Trümmern. An der Straße lagen Leute, wahrscheinlich vom Tornado verweht. Ich ging zu meinem Haus. Ich wohnte auf einem Berg. Ich hatte Glück, es stand noch. Meine Familie war daheim. Keinem war etwas zugestoßen. Aber die Stadt liegt in Trümmern. Ich bin froh, dass mir und meiner Familie nichts passiert ist. Eine Geschichte von Donnerpalox. Und dann auch seine Frage noch. Kannst du bitte 2 oder 3 Geschichten vorlesen? Klar, gerne. Dann haben wir noch Maximilian. Der hat auch noch was geschrieben. Ich arbeite im Katastrophenschutz. Als ich von dem Tsunami hörte, habe ich mir gedacht, das ist nicht so schlimm. Ein Tsunami kommt ja häufiger mal vor. Und wir sind auch gut geschützt. Also schickten wir erstmal einen Rettungshubschrauber raus. Als dann noch die Nachricht von einem Tornado kam, hatte ich beinahe einen Schlaganfall. Wir schickten gleich die ganze Staffel los, um nach Überlebenden zu suchen. Ich sah, wie der Hubschrauber neben uns vom Sturm erfasst und brutal herumgeschleudert wurde. Wir hatten keine Zeit, um ihnen zu helfen und flogen weiter. An diesem schrecklichen Tag fanden wir für jeden Überlebenden 2 Tote. Und als wir sahen, dass die Welle vom Tsunami über die Straßen raufkommt, sind wir alle zum Hubschrauber gesprintet und sind schnell weggeflogen. Am Tag danach war die Bilanz besser. Wir haben insgesamt 5000 Menschen aus den Trümmern befreit, von denen 4500 überlebt hatten. Als ich dann hörte, dass meine Frau und meine 3 Kinder während des Sturms meinen Eltern waren, fiel mir ein Stein vom Herzen. Meine Eltern wohnen im neuen Viertel beim Freizeitpark und sind froh darüber, dass es in der Nähe jetzt auch kleinere Geschäfte gibt. Im Großen und Ganzen hatte ich und meine Familie richtig Glück. Meine Kollegen aus dem abgestürzten Helikopter wurden im Zoo hinter einem der Tsunami-Welle gefunden. Einer von ihnen ist gestorben. Aber die beiden anderen hatten nur leichte Verletzungen. Nun möchte ich ein Zeichen setzen und die Bevölkerung von Neukreilsheim aufrufen, uns und der Verwaltung der Stadt eine Finanzspritze zu geben. Denn wir sind diejenigen, die da rausfliegen und euch retten. Sehr schön geschrieben. Wirklich gut. Richtig gut. So, die gute Sabine hat noch einen Kommentar hinterlassen, den ich auch sehr, sehr gut fand. Ja, bisschen gruselig, aber auch sehr gut. Hat sie auf jeden Fall schön geschrieben. Ja. Und dann legen wir mal los. Wir wohnen im Chester Park. Der bis auf ein wenig Wasser verschont geblieben ist. Aber genau an dem Tag war ich mit Freunden im Narzissen-Stadtpark für ein Cosplay-Shooting, als die Sirenen losgingen. Die Polizei hat direkt den Park evakuiert und uns in den Bunker geschickt. Da wir unter der ersten Evakuierten waren, mussten wir nach ganz hinten in den Bunker, weit weg vom Eingang. Das war so gruselig. Dazu war noch dieser Typ, der uns gegenüber saß und uns immer auf den Ausschnitt und unter die knappen Röcke gestarrt hat. Als dann Entwarnung gab, wollten wir direkt raus, aber man hat uns einfach nicht gelassen. Es war echt verwirrend mit den Warnungen und Entwarnungen und dazu immer die bohrenden Blicke von dem Typen. Wir hatten echt Angst, dass der uns angrapschen würde. Aber Sabine, brauchst du keine Angst haben? In jedem Bunker arbeiten fleißige Zwergverwaltungsmitarbeiter, die genau sowas verhindern sollen. Da ist Sicherheit und Ordnung ganz groß geschrieben. Brauchst du keine Angst haben. Ja, aber sehr schöne Geschichte, wirklich gut gemacht. Also richtig gut geschrieben. Auch schön dieses Einbinden von unseren einzelnen Parks und so weiter und den Straßennamen in diese ganzen Geschichten. Dieses Verweben von Fiktion und noch mehr Fiktion finde ich ganz, ganz großartig. Habt ihr wirklich allesamt schön gemacht. Alle, ja. Aber da geht es auch nochmal ganz arg weiter und zwar mit David. Der schreibt auch noch: Ich war gerade am Arbeiten. Ich bin Busfahrer für die Stadtwerke Neukreilsheim. Als die Sirenen losgehen, wurde uns per Funk mitgeteilt, dass wir wegen einem Tsunami sofort alle zum nächsten Bunker fahren sollen. Mein Bus war randvoll, ca. 90 Leute.
Ich war gerade auf einer unserer Linien, welche am Naturschutzgebiet vorbeifährt. Da ich dort in der Nähe war und gerade sah, dass der nächste Bunker durch einen aufkommenden Tornado abgeschnitten sein wird, dachte ich schnell, was ich alles machen könnte. Da dachte ich mir Scheiß drauf. Ich habe unseren alten Hochflurbus mit guter Federung. Ich fahre ins Naturschutzgebiet. Und so bin ich mit dem Bus ins Naturschutzgebiet gefahren. Ganz den Berg hoch. Ganz oben habe ich den Bus geparkt und die Leute rausgelassen, in der Hoffnung, der Tornado würde uns nicht treffen. Und er hat uns auch nicht getroffen. Aber noch jetzt, 5 Tage später, kommen wir nicht aus dem Gebiet weg, da durch den starken Wind Bäume und alles, was auf den Wegen liegen geblieben ist, den Weg versperrt. Deshalb kommen wir hier nicht weg. Aber das Parkpersonal, die Besucher und viele andere sind auch hier. Die Parkjäger schießen für uns wild, andere sammeln Pilze und andere Pflanzen. So ist das Leben einigermaßen erträglich. Aber ich weiß auch, dass viele meiner Kollegen bei den Stadtwerken weniger Glück hatten. Trotzdem hoffe ich, dass es allen so weit gut geht. Aber es war schon schlimm genug, das alles aus der Ferne zu sehen. Wie schlimm war es wohl, mittendrin gewesen zu sein? Tja, und der gute David M. hat auch da gleich mal sich häuslich eingerichtet in unserem Naturschutzgebiet. Auch eine sehr kreative Lösung, wie ich finde, ja. Wenn das Leben einem Scheiße vorsetzt, ja, machst du das Beste draus. Das ist immer so. Das ist eine ganz, ganz große Lebensweisheit. Finde ich großartig. Wirklich gut gemacht. So, und dann Jack McLupus hat noch eingeschrieben. Der letzte für heute. Dann wollen wir mal ein bisschen in die Stadt reingucken, die ja momentan sich schön vor uns aufbäumt. Ja? Als die Sirenen losgingen, war ich gerade mitten beim Einkaufen. Ich wusste, was das hieß. Wir hatten es damals in der Schule immer wieder geübt, was zu tun ist, wenn die Sirenen losgehen. Zum Glück war der nächste Schutzbunker nur 2 Straßen weiter. Also hatte ich es nicht weit. Einmal im Renntempo durch den Park, als ich beim Schutzraum ankam, zog sich der Himmel schon zu und es wurde in Minuten dunkel wie in der Nacht. Doch hatte ich Glück, dass ich noch einen Platz bekommen habe. Denn hinter mir haben die Sicherheitskräfte die Türen geschlossen und die draußen dicht gedrängten Menschen zum nächsten Schutzraum umgeleitet, das allerdings 10 Querstraßen weiter war. Zu Fuß war das ein ordentliches Stück. Doch ich war sicher, es war eine recht bedrückende Stimmung, in einem sicheren Bunker zu sitzen, während oben die Katastrophe losbrach. Glücklicherweise hatten wir noch Kontakt zur Außenwelt, sodass wir durch die Nachrichten verfolgen konnten, wie die Innenstadt durch den Tornado fast vollständig zerlegt wurde. Hochhäuser brachen zusammen, wie Kartenhäuser, Autos und LKWs flogen durch die Luft wie Spielzeuge. Es war unglaublich. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Laut den Nachrichten hatte der Tornado eine Stärke von 9,9. Dieser Tornado war ein gottverdammtes Monster. Gegen das, was in unserer Innenstadt passiert ist, wirkte der 11. September. Was wie ein Tischfeuerwerk auf Sparflamme. Als der Tornado nach fast 14 Stunden endlich nachgelassen hat, hofften wir, dass wir... Experts predict an earthquake could hit the area soon. Jetzt muss ich mal ganz kurz Pause hier machen. Sorry, Freunde. Machen wir ganz kurz, weil das können wir jetzt nicht auf einmal auf uns sitzen lassen. So. Als der Tornado nach fast 14 Stunden endlich nachgelassen hat, hofften wir, dass wir endlich wieder raus konnten. Doch die Türen blieben zu. Als jemand nachfragte, hieß es von den Sicherheitskräften nur, es gibt doch keine Entwarnung. Und solange keine Entwarnung kommt, bleiben die Türen zu. Wir wussten, und bald wussten wir auch warum. Nach dem Tornado kam das Wasser. Ein riesiger Tsunami rauschte durch die Stadt und riss das, was der Tornado verschont hatte, mit sich. Es war einfach nur schrecklich. Erst der Tornado, dann der Tsunami. Ist da oben überhaupt noch etwas? Wir wissen es nicht. Denn die Nachrichtensender haben alle den Sendebetrieb eingestellt und senden nur noch automatisierte Nachrichten, die von einer Computerstimme angesagt wurden. Nach 10 fast endlosen Stunden kam endlich die Entwarnung und wir konnten wieder nach draußen. Doch was wir sahen, schockierte uns. Fast die komplette Innenstadt war vollständig zerstört. Eine Schneise der Verwüstung zog sich durch die Stadt und überall gruben die Leute in den Trümmern auf der Suche nach Überlebenden.
Ich weiß nicht, wie viele von den Leuten, die es nicht mehr in den Schutzraum geschafft haben, überlebt haben. Aber wir waren froh, noch am Leben zu sein. Ein paar der anderen Männer machten sich gleich daran, der Suche nach Verschütteten zu helfen. Und auch ich schloss mich an. Immerhin gab es viele, die nicht so viel Glück gehabt haben wie ich. Es ist jetzt zwei Tage her seit der Katastrophe, doch die Rettungshubschrauber fliegen immer noch. Und es wird immer noch in den Trümmern nach Überlebenden gesucht, auch wenn die Chance auf ein Wunder immer geringer wird. Wir haben bisher nur wenige Überlebende gefunden, vielleicht 20 oder so. Die meisten, die es nicht in die Schutzräume geschafft haben, sind in den Trümmern umgekommen. Ich habe gehört, wie einige der Überlebenden davon gesprochen haben, die Stadt zu verlassen. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Nach so einer Katastrophe, wo man alles verloren hat, außer das eigene Leben und die Kleider, die man am Leib trägt, machen viele einen Ortswechsel und fangen dort neu an. Meine Wohnung im 7. Stock eines der Hochhäuser, etwas am Rand der Innenstadt, hat das Ganze ziemlich gut überstanden. Nur meine Fensterscheiben sind fällig. Die hat der Tornado zertrümmert. Aber ansonsten ist alles recht unversehrt, wenn man von den leichten Unordnungen absieht, die der Wind verursacht hat. Ich wollte meinen Schreibtisch sowieso aufräumen. Jetzt habe ich eine Gelegenheit dazu. Ich hoffe, die Stadt erholt sich bald wieder von dieser Katastrophe. Meine Lieben, vielen, vielen Dank euch stellvertretend. Ach, really? No. No, 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 no. Okay. Wir schalten die großen Schutzräume hier zu, meine Lieben. Wir kriegen hier eine etwas größere Geschichte rein, habe ich so das bittere Gefühl. Und gerade unsere neu aufgebaute Stadt ist die fast quasi jetzt fertig war. Und jetzt langsam an die Geschichte rangeht, wir bauen wieder auf, wir räumen wieder auf. Auch hier wird es jetzt erstmal wieder heiß werden. Wir evakuieren hier alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Gucken mal schnell, die Randgebiete lassen wir nochmal. Ich glaube nicht, dass es so weit hier rausgeht. Wir evakuieren aber trotzdem hier noch die Seitenbereiche von dem Erdbeben. Wir evakuieren auch. Die lassen wir mal, die großen hier. Den kleinen lassen wir auch nochmal. Also es ist hier viel Fläche. Vielleicht erwischt es nur das Autobahnkreuz. Wir können es nicht abschätzen. Meine Lieben, es geht los. Die große Evakuierung von Neukrailsheim. Heute beginnt sie wieder. Das ist natürlich genau auch Monorail Station. Alles, was hier, alle Infrastruktur, die hier unterwegs ist. Das könnte richtig bitter werden. Das könnte richtig bitter werden hier. Oh Mann, oh Mann. Wie schaut's da aus? Evakuierungsleiste. Okay, die Evakuierung läuft. Die ersten Leute kommen hier tatsächlich schon rein. Wie schaut es in den großen Schutzräumen aus? Hier vor allen Dingen. Ja, die Polizei regelt hier. So, und jetzt kommen viele langsam, aber sicher an, denke ich. Ich denke mal jetzt auch, es werden demnächst hier größere Menschenansammlungen den Weg finden. Viele Autos, die auch mittlerweile jetzt schon in die große Garage unterirdisch reinparken. Wir werden auch jetzt demnächst sehen, dass halt die Stadt auch dann tatsächlich immer weniger Verkehr hat, weil natürlich auch wahnsinnig viele Verkehrsteilnehmer schlicht nicht mehr fahren. Ich bin ein bisschen gespannt, meine Lieben. Aber lange kann es nicht mehr dauern. Gucken wir mal schnell, wie viele sind hier drin? 9. Das ist halt echt gar nichts, ne? Aber es wird mehr. Wenn da 10.000 Leute reingehen sollen, dann wird das jetzt ziemlich schnell, ziemlich voll, habe ich so das Gefühl.
Okay, die Sirenen laufen. Es geht los, meine Freunde, es geht los. Ich hoffe, ihr seid, mittendrin. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. Oh, die Häuser geraten sofort in Brand. Der Katastrophenschutz ist schon auf dem Weg. Boah. War's das schon? Das war's schon. Okay, ich mach kurz Pause. 231 Leute sind gestorben. Das kam aber auch wirklich schnell, das Ding. Über 2,5 Kilometer Straße wurden vernichtet. Zugrouten wurden vernichtet. Brennende Gebäude. Das ist richtig bitter für uns gerade. Der Kreisverkehr hier, den hat es ziemlich zerwischt. Den müssen wir auch komplett neu aufbauen. Dann werden wir aber auch hier was komplett neu ändern. Teile funktionieren hier noch. Das werden wir nächste Folge lösen müssen, meine Lieben. Das wird jetzt im Augenblick fast nicht möglich sein. Aber da sehen wir uns einfach in der nächsten Folge ganz unspektakulär wieder. Und dann lösen wir die Probleme hier, bauen auch wieder die Zugverbindungen auf. Da ist ja auch tatsächlich hier wirklich eigentlich der komplette Bahnverkehr, der hier war, ist weg. Auch hier die Monorail-Station ist vernichtet worden. Das werden wir anders machen müssen, da sehe ich schon kommen. Aber nachdem der Bahnhof hier nicht mehr da ist, werden wir den Bahnhof vielleicht auch gleich umbauen und werden das anders machen. Ich weiß noch nicht wie, das finden wir aber gemeinsam raus. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube, ciao.